Na, 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 herzlich willkommen. Deutschland gegen England. Hier wird sich alles entscheiden, denn nach diesem Spiel wissen wir, zumindest laut diesem Spiel, was bei unserem letzten Spiel Sache ist. Also, das letzte Mal war es ja so, als ich auf die Tabelle geschaut habe, wir hatten zwei Spiele, aber die zwei anderen Mannschaften hatten schon drei Spiele. Die haben ihr letztes Gruppenspiel schon ausgetragen. Und dann wissen wir genau Bescheid. Dann wird das letzte Spiel entweder ein Zuckerschlecken oder Marshmallow-Rolle. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber nicht lang mit der Lichtershow rumfackeln. So schön sie ist, so schön die Musik ist. Aber wir wollen Fußball spielen, wir wollen Fußball sehen, wir wollen WM sehen. Und genau das werden wir jetzt hier auch tun. Michael Ballack und Miroslav Klose, der möchte ja die Lücke sehen. Das ist Jens Jeremies. Das ist Jens Jeremies, aber das ist total harmlos. Ja, schön durchgesetzt nach zwei Minuten. Aber Jeremies ist halt einfach mal nicht der, der vorzugeben, ist er nicht. Ne, also er ist kein Überstürmer, solche Chancen. Oh, Schiri, Schiebung, Schiri, wir wissen, wo dein Auto stand, am Straßenrand, hat gut gebrannt, na, 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 Schiri. Naja, okay. Die alten Schmähgesänge kommen wieder hoch und die FIFA gleich, die Schiris können auch nichts dafür, er muss aber ein bisschen Spaß machen, Freunde. Ja, muss einfach mal sagen können, Schiri, du Hurensohn, ja. Und sagen, Spaß. Das ist immer super am Ende. Einfach nur Spaß zu sagen. Weiß ich, ach so, ja. Okay, das hat er überhaupt nicht so gemeint. Stabil, alles klar. Miro Klose, wollen wir nicht darüber reden, wollen wir darüber reden, dass Miro Klose jetzt auf dem Weg zum Tor ist und das 1:0 erzielt. The Deadly Pass. Der tödliche Reisepass von Miroslav Klose zum 1:0. Wir sehen eine Mischung zwischen Italien und Irland. Man kann es nicht so genau, also man kann erahnen, was es ist. Ich nicht, so. Ja, ich hab's gesagt, der tödliche Pass. Warum fliegt jetzt schon Klopapier auf dem Rasen? Es ist noch nicht mal ein Tor gefallen. Also, Freunde, so geht's ja nicht hier, ja? Das gute Charmin, das Dreilagige. Was soll denn das? Deutschland führt 1:0, vollkommen erwartungsgemäß. Ja, doch, nach dem ersten Spiel kann man das, glaube ich, so sagen. Andererseits, die deutschen zweiten Gruppenspiele sind ja immer so. So, lala, aber Klose macht halt, sagt direkt mal nein. Sagt direkt mal nein und netzt den ein. Nice. Auf der Snapback. Unfassbar, aber unfassbar einfach auch. Deutschland, die ziehen ja richtig durch, Gerard Asamoah. Schön gemacht, Miroslav Klose. Drauf das Ding, aber diesmal wird der Ball gehalten. Das wäre der dritte Schuss auf den Kasten vom irischen Keeper und das dritte Gegentor. Also, ich würde mich schämen dafür. Aber bitteschön, Jens Nowotny, die deutsche Abwehr steht. Und wenn sie heute steht, wenn die deutsche Abwehr heute steht, dann würde ich sagen, WM-Titel, da kann theoretisch was gehen. WM ist natürlich immer unberechenbar. Man weiß nie, was im nächsten Spiel passiert. Da kann alles sein. Aber Wahrscheinlichkeiten kann man ja immer berechnen. Das heißt, wer nicht weiß, was irgendein Teilchen macht, quantenmechanische Wahrscheinlichkeit geht immer. So, warum ich das gesagt habe, weiß ich nicht. Aber es stimmt auf jeden Fall. Bernd Schneider. Rein das Ding, das ist Asamoah. Die Kopfbälle. Na gut, es hat einmal funktioniert. Im Spiel gegen Italien, glaube ich, war das. Müsste das gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es der erste. Doch, es war das erste Kopfballtor von Deutschland. Müsste gegen Italien gewesen sein, Folge. In der vorletzten. Nee. Ach, zu kompliziert. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist. In diesem krassen Viertelfinale mit Golden Goal und allem drum und dran. Michael Ballack, der haut erstmal seinen Gegner um. Das muss man machen dürfen. Und das gibt Eckball. Wenn es nicht Eck gegeben hätte, dann hätte ich eben richtig einen reingezimmert. Machen wir doch nichts. Uns nichts vor. Asamoah. Ach, Mist. Diese Tacklings von der Seite, die müssten viel effektiver sein. Das ist doch scheiße, Freunde. Der Pass war jetzt ein bisschen zu schwach. Ich rede zwar immer davon, dass die Pässe zu stark sind, aber man darf es leider nicht untertreiben. Ah, ein bisschen abseits. Scheiße. Ja, allzu viel war es nicht, aber man konnte es sehen. Hab so den leisen Verdacht gehabt nach meinem Steillauf, dass Gerald da ein bisschen illegal steht.
Ja, will die Lücke finden. Aber eine Lücke durch 5 Spieler durchzufinden, ist halt gar nicht mal so einfach, Gerald. Ja, dein Enthusiasmus ist in allen Ehren, aber... Nein. Ich glaube nicht. Irland, ja, ich hätte schauen können. Also, wenn es mich interessiert hätte, wüsste ich jetzt, auf welchem Tabellenplatz sie sind, wie sie ihr erstes Spiel gespielt haben gegen Kamerun. Gegen den letzten deutschen Gruppengegner. Aber im Endeffekt ist es mir scheißegal und deswegen... Ich meine, Irland, wir klatschen mal so oder so. Das 2-0 steht und wer Deutschland jetzt nicht komplett auseinanderbricht. Ich meine, klar, es kann sein. Deutschland ist schon gegen ganz andere Gegner zerbrochen. Schweden. Andererseits, gut, das ist Zlatan Ibrahimovic, der darf sowas, ja. Der hat das Format für sowas. 4-0, 4-4, aber trotzdem. Eingetütet ist hier noch lange nichts. Gerald, da sagt, boah, schöner Versuch. Etwas am Tor vorbei, aber Hauptsache der Feuerschweif ist da. Ja, der Feuerschweif ist sicher. Wie ein deutscher Politiker mal sagte, natürlich nicht über die Rente, sondern über genau dieses Phänomen. Michael Ballack, weil es da nämlich auch schon das gab, ja. Als der Spruch rauskam, gab es natürlich schon FIFA WM 2002, sicher. Bernd Schneider. Bernd Schneider, schön auf dem Weg zum Tor. Keeper frontal getroffen, der Winkel ein bisschen ungünstig, möchte ich sagen. Mio Klose, Asamoah nicht im Abseits. Gerald Asamoah! Und wenn die Grätsche sitzt, steht es 3-0. So muss Jens Nowotny nochmal anlaufen. Schneider. Bernd Schneider auf außen. Nochmal Ecke. Also im Weg stehen hat können sie, habe ich so das Gefühl. Der Ball hoch rein. Der Ball hoch. Ah, schade. Ich dachte, er bekommt ihn, weil er schon so angesetzt hat zum Schuss oder irgendwas Schussähnlichem. Schade. Ich glaube, ich habe inzwischen gelernt, immer R1 zu drücken, nachdem ich den Ball bekomme, dass er neu sprintet. So wie ich jedes Mal X drücke beim Spielerwechsel, drücke ich auch eher ein. Mache ich aber so unterbewusst. Also ich achte jetzt mal gerade genau drauf, aber es ist, hat die ganzen... Also hat auch letzte Folge schon geknappt und die 45 Minuten heute schon. Wenn man weiß, was man machen muss und sich an was gewöhnt, dann geht es auch. So, Miro Klose, kommt er durch oder kommt er nicht durch? Er kommt nicht durch, schade. Mit einer Grätsche vielleicht, aber ja, das Problem ist, alleine als Stürmer zu grätschen, wenn da niemand ist, der denn diesen Ball dann annehmen kann. Es sei denn, der Spieler steht wirklich schneller auf, aber es ist halt jetzt nicht so oft der Fall. Erfahrungsgemäß, dann, ja. Dann würde ich es öfter machen, aber so. Oh, von wegen Michael Ballack. Ja, jetzt, das war jetzt mal der Fall. Ich dachte schon, was war da denn jetzt ein Foul? Nein, Halbzeit. Alles in Ordnung. Deutschland 2, Irland 0. Das hat einmal zack, zack, boom, Deutschland war da. Und ja, ich habe keine Zweifel am Weiterkommen der Deutschen in der Gruppenrunde. Der erste Platz wäre natürlich optimal. Das hängt ganz davon ab, was Kamerun macht. Wenn Kamerun seine beiden Spiele gewonnen hat, dann könnte es knapp werden. Oder zumindest eins gewonnen, eins unentschieden. Dann könnte es knapp werden. Ansonsten, wenn es bei der letzten WM ist, Kamerun 0 Punkte und wir sind schon Erster, ja, dann ist auch scheißegal. Dann ist auch egal. Also wir schauen mal. Deisler. Gut. Da stand jemand im Weg, schade. Ballack, jetzt stehen sich alle im Weg. Und Gerald Asamoah. Die Grätsche war schön, so macht man das. Im Weg stehen aber mal richtig gemacht. Jeremies. Asamoah, aber da ist niemand. Da ist Lars Ricken. Da ist Lars Ricken. Ja, der Ball sollte... Ich hätte sehr gerne mit Lars Ricken noch eins eingeschenkt, aber so. Dann eben nicht. Klose ist ein Linksfuß, sollte ich mir merken. Ich merke es mir sowieso nie. Ich weiß bei keinem Spieler irgendwie, was für eine Fußstärke er hat. Ja. Oh, gute Grätsche. Das war wichtig. Das könnte was werden. Gerald Asamoah. Ja, dann sind 4 Deutsche um einen Iren rum. Und also das, ne? Und der kann trotzdem klären. Das finde ich ein bisschen fragwürdig, Freunde. Das gibt den Freistoß. Und das wird auch wahrscheinlich die gelbe Karte geben. Nein, keine Violinmusik, also keine Karte. Glück gehabt. Ich muss sagen, Orchestralmusik. Ist ja ein Violin, weiß ich nicht. Aber orchestral ist es auf jeden Fall. Kein orchestraler Soundtrack. Um ganz korrekt zu sein. Gerald Asamoah. Oh, der ist schnell. Der ist schnell. Gerald Asamoah. Oh, Elfmeter. Und wenn das nicht rot gibt, Freunde, dann weiß ich es auch nicht mehr. Das war eine ganz klare Notbremse, jawohl. Vom Feld die erste rote Karte von dem Gegner von mir, glaube ich so. Und der erste Elfmeter für mich. Wir sehen es hier. Das war ein unglaublich schlechtes Timing.
Also so darf man sich im Strafraum nicht verhalten. Und dann noch durch den Torwart durchfallen. Sorry, Freunde, das geht so nicht. Und deswegen wird jetzt irgendwer schießen. Jens Nowotny! Ganz einfach. 3:0. Warum Jens Nowotny Elfmeter schießt, ist mir ein ganz, ganz großes Rätsel. Aber bitte. Das Schöne ist, man kann hier nicht wie in den ganz, ganz neuen FIFA-Teilen. Das ist auch irgendwie logisch. Aber man kann hier nicht verschießen, wenn man zu lange in eine Richtung drückt. Also die Richtung wird bestimmt und unabhängig davon die Stärke. Also es gibt diese ich glaube, 6 diskreten Richtungen. Rechts oben, rechts unten, links oben, links unten, Mitte und so, ne? Hier. Und dann dazu die Stärke. Und nicht nur, wenn man ganz, ganz voll doll aufzieht. Also wenn man voll aufzieht. Ich glaube, dann kann er nur daneben gehen, weil das ist der einzige rote Balken in der Schussleiste. Asamoah, schön. Gut gemacht, Gerard Asamoah. Dieser Elfer hat nochmal einen Knoten platzen lassen. Hat nochmal das 4:0 dazu herbeigeführt. Und Asamoah, also dieses Grätschen ist doch gar nicht so schlecht. Ich sollte vielleicht doch mal öfter, ne? Das ist ja fast effektiv los. Na gut, an der Auslinie sollte ich mir das überlegen, aber prinzipiell, vor allem wenn keiner in der Nähe ist, warum nicht? Wahrscheinlich wäre ich mir die Antwort früh genug noch selber geben können, aber naja, kein Handspiel, das wäre jetzt ein bisschen Football, ein ganz klares Handspiel gewesen und Irland natürlich mit mehr Ballbesitz, wie könnte es sonst sein? Das war, bin ich aus Versehen aus dem Kreis gekommen, das gebe ich zu. Und Christoph Metzelder. Lars Ricken. Ich habe überlegt, ob ich fürs letzte Spiel so eine B11 aufstellen soll, aber ich bin viel zu faul dafür. Deswegen, Gerard Asamoah, komm, 5:0, Junge. 5:0! Mit schönem Volley noch. Ich weiß nie, wie man diese Volleys hinbekommt oder ob das Zufall ist oder was ich machen muss, aber es funktioniert auf jeden Fall und das ist mir wichtig. Also um auf höheren Spielstufen zu bestehen, sollte ich wahrscheinlich mal die Spielanleitung mehr zu... Also es, mehr Spielanleitung gibt es ja gar nicht, aber die Tastensteuerung, die genaue, sollte ich vielleicht mal machen. Ja, irgendwann mal. Bernd Schneider. Gerard Asamoah, gut, komm, hau raus, Junge! Bombe! Aber nicht das 6:0. Asamoah, ja, er ist unerlässlich, wird auf jeden Fall WM-Torschützenkönig. Wenn nicht, dann fress ich sonst was. Fress ich schwäbischen Kartoffelsalat. Keine Ahnung, aber ich werde es tun. Also, ich glaube, also 5 Tore auf jeden Fall schon. 6 weiß ich nicht. Aber Hattrick-Schütze, da habe ich nicht drauf geachtet in dem Spiel. Muss ich ehrlich gestehen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Sturm steht und die Abwehr steht heute auch und das könnte ein sehr, 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 ich meine gut, es war Irland, aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Rezept werden, ein sehr, sehr, wichtiger Schritt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2002. Deutschlands Sturm unangefochten, nehme ich jetzt mal an, aber wenn jemand auch 10 Tore geschossen hat in 2 Spielen, dann Respekt, ja. Kommt auch immer auf die Gegner an. Ich meine, 2002 war es ja fast wirklich so, da war ja nach 2 Spielen 9 Tore. Weil es gegen Irland ging, soweit ich weiß, 1-1 aus. Lars Ricken! Gerard Asamoah! Jetzt sind es auf jeden Fall 6. Jawohl! 6 Tore, Gerard Asamoah. Ricken bekommt den Assist, zumindest in meinem Herzen. Wahrscheinlich nicht im Spiel, aber schön gemacht. Und ich sollte auch mal lernen, mit Efe zu schießen. Also während dem Schuss, also vor dem Schuss L2 und R2 kann ich mit Efe. Das habe ich ja in der Anleitung, oder in der, nicht Anleitung, die gibt es ja nicht, aber in der Steuerung gesehen und ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich dachte, es ist doch total schwul. Ja, wir schießen mit Efe. Die Schüsse haben sowieso genug Efe, habe ich mir damals gedacht, genau. Asamoah, hier hast du deinen Efe, Junge. 7 Tore für Gerald. 7 Gerald-Tore, schalalalala. 7 Gerald-Tore, schalalalala. 7:0 Deutschland, das ist Saudi-Arabien. Ja, aber auch nur, weil Irland zusammengebrochen ist. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist wie Paraguay auch bei der letzten WM. Irgendwann ist es halt vorbei. Dann spielen die sich einen runter. Dann guckst du hin und weg. Und Asamoah. Ja, der Fehl mit L2 ist besser bei Asamoah, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich wegen seinem Schussfuß, nehme ich mal an. Ja, alles lassen sich die Iren auch nicht gefallen. Aber ja, wir sehen schon, die laufen total langsam. Da ist kein Elan mehr hinter. Da ist kein Pep mehr hinter, die haben abgeschlossen mit diesem Spiel. Vielleicht damit der WM, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Miro Klose. Grätsche, 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 Grätsche. Oh, schön. Wenn der ein bisschen anders gestanden wäre, hätte ich den gehabt, den Ball. Fuck. Selbst bei einem 7:0 Deutschland auch sehr, sehr ehrgeizig. Letzte Minute.
Deisler auf außen. Sebastian Deisler. Oh, schade. Weil dieser scheiß Efe-Ball wieder drin ist da. Bah, sonst wäre er toll auf Klose gekommen. Na gut, aber 7-0. Ganz ehrlich, Leute, scheiß drauf, es ist einfach unglaublich. Deutschland, sensationell. Lange Zeit 2-0, dann kam dieser Elfmeter, dieses unglaublich dämliche Foul an Gera, das im Ohr im Strafraum. Als letzter Mann. Und dann ist es nochmal, der Bann gebrochen. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Tore haben wir heute gesehen und 7 für Gera, das im Ohr bei dieser WM. Ich glaube, das hat noch niemand geschafft nach 2 Spielen. 7. Obwohl, ich erinnere mich da beim Durchwälzen der Statistik mal was gesehen zu haben. Der bei irgendeinem Gruppenspiel von irgendeinem Gurkenteam damals, 50er oder so, mal richtig abgeräumt hat. 10, 13, 11, 12, weiß ich nicht. Könnte man auf jeden Fall nachschauen. Ja, würde mich sogar fast interessieren. Aber nicht jetzt. Denn Kamerun ist unser letzter Gegner. Deutschland ist nicht sicher weiter. Ja, also eigentlich schon. Deutschland müsste Bio verlieren. Mal gucken, 12, also. Wir haben plus 10, Nella hat minus 5, also wir müssen 16-0 verlieren gegen Kamerun. Ich ja, glaube, das wird so nichts werden. Moment. Also gratuliere ich Deutschland schon mal inoffiziell zum Erreichen der nächsten Runde. Sollte ich irgendwie mal auswechseln? Gibt es irgendeinen Bankdrücker, der mal die Chance bekommen sollte, meiner Meinung nach? Jens Lehmann, wie wär's denn? Hans-Jörg Butt, nee. Oh nö, weißt du, ich bin mit meiner Aufstellung eigentlich ganz zufrieden. Und da es hier sowieso keine, soweit ich das mitbekomme, spielübergreifende Ermüdung gibt, ist es scheißegal. Kamerun, der nächste Gegner, das wird noch ein bisschen warm spielen für das Achtelfinale, wenn es dann endlich rund geht bei dieser WM 2002 mit Deutschland.